Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute wollte ich mal gerne bei 34 Grad, die wir hier heute haben, die neuen Produkte aus dem Catrice-Sortiment mit euch zusammen testen, die schon in den Filialen sind. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Produkte werden jetzt wahrscheinlich so nach und nach einziehen. Ich habe bei Rossmann einen Aufsteller gesehen und ja, würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Aqua Splash Grip Primer. Der soll auch noch Feuchtigkeit spenden, was ich jetzt auch sehr gut gebrauchen kann. Ich trage mir den jetzt einfach auch direkt aufs Gesicht auf und wir haben so eine gelige Konsistenz. Gab es den nicht schon mal? Ist das jetzt nicht einfach nur in der neuen Verpackung? Mit Glycerin und Hyaluronsäure. Jo. Bei solchen Primern hoffe ich immer, dass die nicht zu sehr krümeln, weil das ist immer so ein bisschen das Problem, was ich mit solchen Konsistenzen von Primern habe. Mal schauen, wie der sich so bewährt. Also es sieht auf jeden Fall aus, als hätte ich mein Gesicht in einen Eimer Wasser getaucht. Das ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Zieht jetzt nicht so ultimativ schnell ein, kann natürlich an den warmen Temperaturen liegen, man weiß es nicht, aber ja, mal gucken, raucht der so ein bisschen, weiß ich nicht, der riecht auf jeden Fall nach Haarspray. Keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist. Ich verwende Produkte, die ich einfach jetzt hier so auf dem Tisch stehen habe, noch zusätzlich zu den Produkten, die ich jetzt hier mit in den Neuheiten drin habe. Zum Beispiel hier wollte ich dem Charlotte Tilbury Foundation Stick noch eine zweite Chance geben, wobei das eher wie so ein Full-Face Highlighter ist, ne? Also man muss auf jeden Fall sagen, dass der Primer jetzt dafür sorgt, dass die Foundation richtig gut am Gesicht klebt, nahezu. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich glaube, als Foundation werden wir keine Freunde werden. Mm-mm. Als ich meinen Short hochgeladen habe, haben viele von euch gesagt, dass der Liquid Camouflage Concealer ja eigentlich im Sortiment so schon vorher mit drin war. Glaube ich auch. Ich habe die Farbe 001 mir gekauft. Hat ein ganz, ganz kleines Füßchen. Den trage ich jetzt erstmal um meine Augen drum auf. Vielleicht Full Face. Mal gucken. Also der nimmt seinen Job auf jeden Fall ernst. Das kann man nicht anders sagen, ne? Ich sehe definitiv wacher um die Augen, also um das Auge aus. Aber ich glaube, ich gebe mir den dann partiell noch auf ein paar Stellen mit drauf. Habe ich ja schon öfters bei Sarah Isabel und so auch schon gesehen, dass sie das macht. Macht sie das so? Ich sehe aus wie eine Katze. Miau. Ja, so bekomme ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Deckkraft und das Ganze sieht nicht mehr ganz so krass glowy aus. Habe ich jetzt eine Möglichkeit gefunden, dass ich die Charlotte Tilbury Foundation doch behalte? Weil wenn ich die halt mit einem Concealer in diese Art und Weise integriert bekomme, dann geht das. Ja, cool, ne? Der Concealer gefällt mir übrigens auch echt gut, weil der ist zwar so ein Camouflage-Concealer, aber der macht sich sehr, sehr gut auf der Haut. Man sieht den wirklich so kaum, aber man hat halt quasi diese, ja, wie soll ich das sagen? Man hat den Effekt, ohne dass man sieht, dass man ein Produkt drauf hat, was diesen Effekt hätte machen können. So, ja, mal gucken, ob der jetzt noch creasen möchte oder so. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wir machen jetzt erstmal hier weiter im Text. Da haben wir nämlich ein Produkt, vor dem ich auch ein bisschen Muffensausen habe. Der 4-in-1 Luminizer Holiday Skin. Ich mag so gerne den Holiday Skin Bronzer. Ja, und hier habe ich das jetzt in Liquid wahrscheinlich, ne? Catching Sun Rays. Die 010 ist hier meine Farbe. Sowas würde ich eher weniger direkt aufs Gesicht auftragen, sondern halt wirklich erstmal auf die Hand. Und dann entweder halt mit dem Pinsel so auftragen oder was ich auch manchmal mache, ist, dass ich da mit dem Finger so ein bisschen reindippe. Und das ist halt wirklich, also es sieht schon sehr, sehr dunkel aus. Das heißt, es kann dazu führen, dass es fleckig wird und es hat Glow mit dabei. Ich tupfe das erstmal so vorsichtig mit dem Finger auf und arbeite das dann mit meinem Pinsel ein. War das eine schlaue Idee? Weiß ich nicht. Eher nicht so, ne? Das sieht ja furchtbar aus. Mit einem Schwämmchen drüber gehen. Das nimmt natürlich auch ordentlich Produkt runter, aber es wird schon sehr, sehr fleckig. Und wenn du nur einen Tick zu tief kommst, sieht das aus wie gar nicht gut. Andere Seite auch. Komm, was soll der Falschgeiz? Ist halt super warm, ne? Und jeder bringt ja so ein, ja, weiß ich auch nicht, Serum raus. So ein schimmerndes, ich möchte gerne ein Bronzer sein, Serum. Das habe ich bei so vielen Firmen jetzt schon gesehen. Das soll jetzt ja so mega und fleek sein. Aber irgendwie, ich glaube, es passt einfach nicht mit meiner Routine zusammen. Und ich glaube auch, dass es einfach nicht mir steht. Nee, der muss jetzt echt nicht sein, ne? Also hier trägt er sich auch irgendwie wieder ab und so ein Kram. Ich gebe jetzt wieder ein bisschen was vom Concealer drüber, vermische das dann quasi mit dem Concealer auf meinem Gesicht. Weil vielleicht musst du das ja in der Foundation reinarbeiten, um das dann als... Das ist halt auch irgendwie super kompliziert, ne? Wenn du das dann erst auf deiner Handfläche mischen sollst, das ist dann ja irgendwie fast schon wie, ja, Foundation-Abdunklungs... Produkt. Nee, das sieht blöd aus. Selbst die Fliege, die hier mit im Raum bei mir ist, lacht mich gerade aus. Mal gucken, ob die Puderprodukte das gleich retten können. Aber wir machen erstmal weiter mit Creme-Produkten, was jetzt natürlich ein bisschen schwierig ist, weil diese Situation halt wirklich sehr, sehr unruhig aussieht. Ich habe zwei verschiedene Blushes mir gekauft. Das waren auch die einzigen, die dort im Aufsteller waren, ne? Das ist einmal hier die 020 Pleasing Pink und Pink
und die 010 Stunning Strawberry. Also das sind zwei verschiedene Duos und da haben wir drin sowohl ein Cream-Produkt als auch ein Puderprodukt von dem Blush. Auf dieser Seite verwende ich dann mal die Erdbeerfarbe. Schöne Konsistenz von dem Cream-Produkt, sehr intensive Farbe. Wow, also wow. Das ist das Cremige, das ist das Pudrige. Dann gehe ich mit meinem Foundation-Pinsel hier in das sehr gut pigmentierte Creme-Produkt rein. Ich trage mir das erstmal hier auf der Hand auf, um zu checken, wie so die Deckkraft dann ist. Ich glaube, das geht klar. Hier habe ich eine Wimper oder eine Augenbraue. Man weiß es nicht. Das heißt, ja, ich kann das hier so ein bisschen dann auch in die Hand und in den Pinsel einarbeiten und trage mir das dann hier einfach auf. Versuche dann weitestgehend damit auch den Bronzer zu verdecken. Und den mag ich. Der ist wirklich, wenn ich den jetzt so auftrage, ne, eher subtil. Aber man hat ja nachher noch das Puderprodukt, was man on top geben kann. Oh nee, wenn ich das also direkt auftrage und nicht vorher in die Hand einarbeite, dann geht die Party aber so richtig steil hier. Holla. Das ist interessant, ne? Gut, dann gucken wir mal auf der anderen Seite, wie die pinke Variante davon aussieht. Es ist halt schon stark pigmentiert, ne? Ui, das leuchtet aber im Dunkeln. Wahnsinn, da hast du richtig Barbie-Pink. Wieder hier die Pinselthematik und erstmal in der Handinnenfläche, Handrücken, so heißt das Ding übrigens, ein bisschen einarbeiten. Das ist jetzt eine sehr kühle Variante. Da muss man einfach gucken, worauf man so Bock hat, ne? Auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Wobei ich die pinke Variante, glaube ich, sogar einen Tick schöner finde als die Erdbeer-Variante. Ich muss ein bisschen hier mit Concealer noch nachbessern, weil da ist irgendwie alles anders, als es sein sollte. Den Bronzer, den sollte man sich wirklich sparen, finde ich. Ne? Also ich weiß nicht, wer den ans Laufen schon bekommen hat. Das muss ich mir bei meinen Kolleginnen und Kollegen noch anschauen, aber bei mir gar keine Chance. Einen Highlighter habe ich jetzt so nicht mit dabei, deswegen nehme ich meinen aus dem Project Pen. Bisschen zu Gold für den Erdbeerblush, ne? Ja, das ist doch mal was. Auch ein Lidschattenprimer habe ich jetzt hier nicht. Da gibt es ja wohl einen neuen, aber den habe ich noch nicht bekommen. Deswegen nehme ich hier meinen MAC Paint Pot. Und auch als Puder habe ich jetzt nicht irgendwie was, deswegen nehme ich die beiden, die ich im Project Pen habe, beziehungsweise in meinem aktuellen Schminkkit. Oha, der Concealer, dem geht's richtig gut. Das muss man wirklich sagen. Der hat nicht gecreased jetzt im Laufe der Zeit. Der passt wirklich klasse. Schön, dass sie den mit in den Aufsteller gepackt haben, denn ich habe den irgendwie sonst übersehen. Weiß ich nicht. Also habe ich den überhaupt schon mal jemals gehabt? Und wenn ich jetzt hier so die Kombination von dem Primer, der Charlotte Tilbury Foundation Stick Sache und dem Concealer auf meinem Gesicht sehe, finde ich, dass meine Base auch gut aussieht. Also hätte ich mir jetzt nicht diesen komischen Liquid Bronzer aufgetragen, wäre das jetzt echt eine richtig geile Base bislang. Auch den Bronzer verwende ich hier aus meinem Project Pen, denn da gibt es auch nichts Neues in Puderform oder in irgendeiner Form, die man schön sieht. Kommen wir zurück zu unseren wunderschönen Blushes. Das heißt, da nehme ich jetzt erstmal meine Erdbeere und da habe ich jetzt ja schon gelernt, dass die gar nicht mal so wenig pigmentiert sind. Also mit einem vorsichtigen Wow-Dip reingehen, dann erstmal ein bisschen in den Pinsel einarbeiten und dann draufgeben. Also ich finde es schön, ne? Das ist sehr intensiv. Musst du nur einmal reindippen und dann auch noch zusätzlich das ordentlich abmachen, dass da nicht zu viel drauf kommt. Hoi! Okay, weiter geht's mit unserem Barbie-Blush. Einmal reindippen, ein bisschen abmachen und dann drauf. Ihr seht, ich tupfe ja auch vor allem, ne? Und wenn ich dann denke, ich müsste das verblenden, könnte ich das ja auch blenden. Aber eigentlich reicht hier wirklich tupfen. Das verblendet sich von alleine dann auch dadurch ganz gut. Richtig schön. Ich bin aber wirklich eher bei dem Pinken. Es gibt neue Augenbrauenfarben, die gab es aber weder im Laden, noch hätten sie mir farblich gepasst. Deswegen nehme ich jetzt einen hier, den Nabla Brow Divine in Venus, den ich aktuell einfach aufbrauche und viel verwende. Warum rede ich so abgehackt? Ich habe gar keine Ahnung. Etwas, was aber neu im Sortiment eingezogen ist, ist dieses Brow Sleek Laminating Wax. Und da hoffe ich einfach, dass die im Prinzip dieses hier genommen haben, den Super Glow. Mal gucken. Vielleicht wurde das einfach verbessert, weil das ist ein Produkt, was ich halt so gerne verwende. Also ich arbeite auch am liebsten wirklich mit dieser Spitze und nicht so mit dem zusätzlichen Augenbrauen-Ding. Ne? Also du kannst ja mit diesem Plastikteil unten deine Augenbrauenhärchen theoretisch halt dranlegen und mit dem oberen Teil nochmal durchkämmen. Also nee, ist halt nicht so mein Vibe und ich gehe jetzt hier einfach mal durch und gucke mal, wie das so hinhaut. Falls ihr euch übrigens fragt, wie ich das mache, dass bei 34 Grad mein Make-up trotzdem hält. Naja, also immer mal wieder nachpudern ist halt wichtig und ich bin halt super happy, dass ich kein Gesichtsschwitzer bin, sondern eher ein Rückenschwitzer. Also mir läuft es gerade wirklich von oben nach unten hier, ne, durch, aber halt vorne irgendwie nicht. Das ist wirklich ein Glück, was ich habe, das weiß ich auch, sehr zu schätzen. Also vielen Dank, lieber Körper, das hast du echt toll gemacht. Bei dem Wachs, das musst du halt ein bisschen besser verteilen, weil wenn man zu viel drauf bekommt, dann hat man halt so weiße Stückchen,
Aber die lassen sich verteilen. Also wenn man dann noch ein paar Mal mehr durchgeht, ne, dann bewegt sich das alles in die richtige Richtung. Und es lässt sich auch noch lange formen. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass es direkt hart werden würde. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt hart wird. Das müssen wir mal schauen. Bei Lidschattenpaletten halten sich die viel mehr echt bedeckt mittlerweile, ne? Da hat Catrice jetzt diese Peony-Palette rausgebracht, die ich sehr hübsch finde. Das muss ich wirklich sagen, die mag ich sehr gerne leiden. Die passt auch sehr gut zu den beiden Blushes, die ich drauf habe. Ne? Dass man halt sagt, okay, man kann vielleicht die Base ein bisschen intensiver machen, vor allem den Blush und dafür dann ein bisschen gemuteter die Lidschatten. Die haben alle keine Namen, die heißen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yay. Mal gucken, was wir da für einen Look schminken. Das wird wahrscheinlich ein ziemlich entspannter Alltagslook werden. Dann starte ich zuallererst mit diesem rosa Ton und setze mir den hier in die Lidfalte rein. Also das wird auch so ein ganz klassischer Basic Cloudy Look. Ne? Jetzt nichts super Ausgefallenes. Oh, schöne Pigmentierung. Und Puck, die Stubenfliege, die mich eben ausgelacht hat, hat scheinbar hier Verstärkung bekommen, denn jetzt fliegen hier zwei Fliegen rum. Nach außen hin gebe ich mir dann diesen Beereton, um da ein bisschen zu verdunkeln. Dann kann ich mir auch direkt schon diesen Eierschalen-hellen Ton nehmen und den unter meine Augenbraue setzen. Da mache ich quasi ein mattes Augenbrauen-Highlight. Ja, ne? Das ist jetzt auch gar nicht mal so super viel hier. Also so viel an Auswahl, denn das waren jetzt schon die matten Töne. Jetzt gucken wir uns die Schimmertöne an. Ich glaube, ich setze mir auch einen Schimmerton an den unteren Wimpernkranz. Dafür nehme ich so einen ganz festgebundenen Pinsel und dieses gräuliche Tönchen. Ne? Mal gucken, ob der alleine schon reicht. Wahrscheinlich mache ich den aber eh noch dann verlängert mit dem anderen. Okay, der krümmelt ein bisschen, da muss ich ein bisschen aufpassen und versuche das dann eher sehr präzise aufzutragen, weil das kann halt auch sehr schnell sehr krümmelig aussehen. Das möchte ich nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Anfangszeit des Schminkens, wo ich halt immer so einen schwatten Kajal verwendet habe. Aber ich möchte wirklich versuchen, so gut wie alle Töne aus der Palette zu verwenden. Also gehen wir auch nochmal ganz vorsichtig in diesen ganz dunklen Ton hier außen rein und setzen den auch hier unten außen, nur hier unten, also quasi bis zu meiner Augenfarbe an, ne? Ganz leicht. Aber das sieht nicht ganz so sauber aus, finde ich. Dadurch, dass es halt ein Schimmerton ist, ist es vielleicht einfach nicht die beste Idee gewesen. Aber dafür bin ich da, um sowas halt für und mit euch zu testen. Und auch die anderen Schimmertöne werden jetzt aufgetragen und die verwenden wir auch nur direkt aufs Auge, ohne Glitterglue, einfach um zu gucken, wie die Qualität ist. Das heißt, ich schaue mir erstmal diesen großen Rosaton an. Das ist ein richtiges Schweinchenrosa, ne? Den setze ich mir in mein äußeres Drittel oder auf mein äußeres Drittel, einfach mit dem Finger. Wobei das echt gut funktioniert. Das ist hübsch. Und dann nehme ich mir diesen fast schon Peach-Ton auf. Sehr, sehr schöner Ton, muss ich sagen. Auch der kommt echt gut auf den Finger. Der kommt dann auf den Rest des Lides. Oh, das ist echt eine gute Qualität. Hätte ich von diesen Lidschattenpaletten nicht erwartet, bin ich ehrlich. Das Silber kommt natürlich in den Innenwinkel. Und dafür nehme ich dann auch den Pinsel, den ich für den unteren Wimpernkranz genommen hatte. Trage mir das auf. Ja, ergänzt auf jeden Fall den unteren Wimpernkranz auch ganz gut und verbindet den wirklich gut mit dem oberen, also mit dem oberen Lid halt, ne? Weil der halt ein bisschen kühler ist, auch durch das Silber halt mit diesem Grau sehr schön harmoniert. Schön. Also wirklich eine überraschend gute Lidschattenpalette. Aber wie gesagt, dieses Grau am unteren Wimpernkranz ist ein bisschen schwierig, ne? Genau. So, jetzt kommt der Eyeliner ins Spiel. Da habe ich hier den von Rare Beauty. Da habe ich keinen neuen gefunden. Dann fixiere ich mir mein Make-up mal mit dem Dewy Set von ABH. Darüber gebe ich mir noch eins hier von Beauty Blender. Das ist sehr, sehr klebrig und sehr fixierend. Nach dieser Wimpernzange fragt ihr mich sehr häufig. Die ist von Catrice, ne? Das sind so Zacken hier mit bei und die sind, also das ist eine mega geile Wimpernzange. Die gibt es auch ganz normal bei DM für 4,95 oder so. Catrice hat in das Sortiment nämlich eine ganz neue Mascara mit aufgenommen. Und zwar die Glam & Doll Endless Lash Mascara Precision Brush. So schaut sie aus und mir wurde gesagt, das soll der Nachfolger von der Grauen sein. Also das Bürstchen passt schon mal sehr, muss ich wirklich sagen. Ich kann euch ja daneben mal, ich mache es auch Auge und Auge, ne? Das ist die, die ausgelistet wurde. Die Glam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Und hier kann ich mir vorstellen, dass die hier einfach die Formulierung geändert haben und dieses Lash Growth rausgenommen haben und dann quasi diese Mascara dafür gemacht haben. Kann ich mir vorstellen, weil irgendwie alle haben ja gerade diese Probleme mit diesem Lash Growth Gedönsen. Keine Ahnung warum. Das Bürstchen ist auf jeden Fall identisch, was ich sehr begrüße. Dann schauen wir mal, ob die auf den Wimpern halt auch genauso performt. Ne? Ich hoffe. Eine Nachfolgerin wäre nice. Also, wir gucken erstmal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht.
Leute, meine geliebte Mascara wurde verbessert. Ich habe jetzt so ein bisschen durch die wirklich heißen Temperaturen geschmiere und auch ein bisschen Klumperei in den Spitzen, aber ich weiß genau, dass es an der Temperatur liegt, ne? Ich bin begeistert, also wirklich von dieser neuen Mascara. Das ist ja mal der Wahnsinn. Das Bürstchen ist der Hammer und oh, jetzt muss die nur ordentlich halten, ne? Das wäre jetzt ein bisschen frech, einen Härtetest zu machen bei den Temperaturen, aber ich bin super happy darüber. Das ist richtig, richtig gut. Ich habe mich eben gewundert, warum ich Glitzer in der Augenbraue habe. Jetzt weiß ich warum, weil ich ja immer mit meinem Augenbrauenspulli Glitzer und Mascara-Batsche wegmache. Ja, wenn ich den jetzt abnehme, dann seht ihr schon, es ist sehr warm offensichtlich, Leute. Deswegen trinke ich mir erstmal noch einen Schluck. Da stand auch ein Lip Liner auf dem Aufsteller. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht. In der Farbe 040 Staring Roll habe ich nämlich den Plumping Lip Liner. Da muss man ein bisschen wirklich aufpassen. Der hat wirklich einen leichten Plumping-Effekt mit dabei, ne? Also den spürst du auch auf den Lippen. Ich mag den aber eigentlich ganz gerne und die Farbe fand ich auch ganz hübsch. Und so habe ich dann auf jeden Fall so eine Barriere, damit der Lippenstift oder auch der, ja, was auch immer man sich danach auf die Lippen aufträgt, Lippenöl oder so, ne, nicht in die Fältchen reinkriegt und dann halt auch nicht die Base zersetzt oder generell nicht wegfließt, ne? Wenn du halt jetzt einen in der Farbe hast, kann das blöd aussehen. Da habe ich nämlich jetzt hier auch ein neues Produkt und zwar ist das in der Farbe 020 Feelin' Pretty, der Care in Colors Lip Balm. Genau, das ist einmal dieser hier. Die Farbe habe ich mir ausgesucht. Ich hatte nämlich auch alle Farben da geswatcht vor Ort, die es so gab. Die haben noch nicht alle im Laden, die es überhaupt im Sortiments-Update gibt, ne? Aber den wollte ich jetzt dann gerne mitnehmen. Und das ist halt wirklich, das habe ich bei den ganzen da auch gemerkt, das ist eher wie so ein Lippenbalsam, der eine leichte Färbung mit dabei hat. Heißt, Lip Liner drunter geben, drumherum geben, wenn man auch ein bisschen Farbe haben möchte, weil so ist es halt wirklich super subtil, passt aber sehr gut auch zum dezenten Augenlook und jetzt so am Ende gefällt mir auch die Base. Das Ergebnis gefällt mir schon. Ich mag sehr, sehr gerne und die möchte ich euch ans Herz legen. Die Blushes, die finde ich echt toll. Die Lidschattenpalette hat mich positiv überrascht. Man muss ja nicht alle Farben aufs Auge knallen. Dann fand ich sehr schön auch den Primer. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Den Concealer, der hat mich auch positiv überrascht. Ja, das hier ist nichts für mich, also für meine Präferenz. Das Augenbrauenwachs ist nicht wirklich, also es ist hart geworden, aber es hat jetzt nicht getackert oder sonst irgendwas. Also das ist halt nicht mein Superglue-Ersatz, um das mal so zu sagen. Ja, ansonsten sehe ich ein bisschen fertig aus, aber sobald die Weihnachtsmütze auf dem Kopf ist, wird alles noch ein bisschen fresher aussehen, denke ich. Da kommen aber dann auch noch rote Lippen hinzu. Aber auch die Lippenkombi gefällt mir richtig gut, ne? Also das ist schon schön, aber ich frage mich persönlich wirklich, braucht man sowas? Das kannst du auch mit einem ganz normalen Lippenbalsam machen, ne? Ihr Lieben, habt ihr schon irgendwas aus dem neuen Sortiment gesehen? Oder euch angeschaut oder irgendwie euch gekauft oder so, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Sobald dann auch weitere Produkte noch irgendwo mit einziehen, werden sie selbstverständlich hier auch getestet. Und dann wäre es das hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.